Seit einigen Monaten bekomme ich nun schon unter meinen Videos ab und zu Kommentare, wann und ob es überhaupt eine neue FIFA Champions League geben wird. Und um diese Antwort jetzt einmal ganz klar zu formulieren, ja, es wird eine FIFA Champions League 2018 geben. Die Frage wann kann ich noch nicht genau beantworten, aber sagen wir mal innerhalb des nächsten Monats sollte es losgehen. Und dieses Video dient jetzt als kleine Information für die FIFA Champions League, die ähnlich wie letztes Jahr ablaufen wird. Und auch für die FIFA Europa League, für die ich sehr, sehr viel mehr geplant habe, wenn ich das dann auch alles umsetzen kann. Erst einmal kommen wir zur FIFA Champions League, die meisten Leute interessiert. Danach könnt ihr dann abschalten, wenn es um die Europa League geht, die keinen Bock auf die haben. Aber da gibt es auch für viele deutsche Teams noch Möglichkeiten mitzumachen, sage ich schon mal. Also, kommen wir zur FIFA Champions League. Ich habe natürlich die ganzen Teilnehmer, die es auch normal, also in echt in die Gruppenphase geschafft haben, reingenommen. Und dann auch die Teams, die es nicht bei FIFA gibt, die habe ich halt rausgenommen und dafür andere Top-Teams reingetan. Ich lese jetzt einmal das komplette Teilnehmerfeld vor. Wir haben Manchester United, den FC Basel, ZSKA Moskau, Benfica, Lissabon, Paris Saint-Germain, den FC Bayern München, den RSC Anderlecht, Celtic Glasgow, den FC Chelsea, AS Rom, Atletico Madrid, TSG 1899 Hoffenheim. Die sind tatsächlich mit hinzugekommen. Da es, ich weiß jetzt nicht genau welches Team, aber ein Team gab es nicht von den FIFA Champions League Teams und deswegen habe ich halt Hoffenheim, die ja in der Quali gegen Liverpool rausgeflogen sind, hier hochgetan von der Euroleague in die Champions League. Und ja, ich mache mal weiter. Den FC Barcelona, Juventus Turin, Sporting Lissabon, Olympiakos Piraeus, den FC Liverpool, Spartak Moskau, FC Sevilla, Inter Mailand, die sind genauso wie Hoffenheim auch reingekommen für ein anderes Team, was es nicht gibt. Und warum nicht der AC Mailand? Ganz einfach, weil ich den AC Mailand schon letztes Jahr aus selben Gründen hochgezogen hatte. Dieses Jahr ist Inter Mailand dran. Dann Manchester City, Schachtja Donetsk, der SSC Neapel, Feyenoord Rotterdam, Beşiktaş Istanbul, RB Leipzig, der FC Porto, AS Monaco, Tottenham Hotspur, Real Madrid, Borussia Dortmund und, Überraschung, der FC Arsenal. Den habe ich auch von der Euroleague in die Champions League hochgezogen, damit wir halt wirklich ein Top-Teams, ja, überbesetztes Arsenal haben. Das passt ja gerade zum FC Arsenal, Arsenal. Und jetzt meine Frage. Soll ich, wie bei der ersten FIFA Champions League, einfach alle Gruppen so lassen, wie sie sind und halt die Teams, die es nicht gibt, halt einfach durch die Teams, die ich eben genannt habe, auch ersetzen? Oder wollt ihr, dass es eine Abstimmung, dass es keine Abstimmung, dass es eine Auslosung gibt, dass ich die Teams in vier Töpfe einteile und das werde ich dann wahrscheinlich so je nach FIFA-Stärke machen, so die 8 besten Teams, so Top 1 und so, ihr wisst Bescheid. Oder, ja, wollt ihr es halt einfach nur mal haben? Stimmt da einfach mal in der Infokarte ab, ob ihr es möchtet, dass ich eine Auslosung für die Gruppenphase mache. Und ja, das ist, denke ich, erstmal alles zur FIFA Champions League, was ich sagen wollte. Kommen wir jetzt zur FIFA Europa League. Da haben wir, ja, sehr viel mehr Änderungen. Und zwar werde ich da auch eine Gruppenphase machen, und zwar mit allen 12 Gruppen. Nur wie diese Gruppenphase ablaufen wird, das ist noch nicht ganz klar. Ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich immer, ja, die Spiele aufnehme und ich mache die Halbzeit leider nicht so lang. 10 Minuten sind es ja bei der FIFA Champions League. Bei der Euroleague wären es dann in der Gruppenphase wahrscheinlich nur so 6 oder 7. Aber ich werde sie auch nicht in eine Konferenz packen, sondern eher wie alle Spiele, alle Tore, halt die Highlights oder in dem Fall, damit es nicht so lange dauert, einfach nur die Tore aus den verschiedenen Partien zu zeigen und danach immer den Tabellenstand. Weil das, denke ich, arbeitsmäßig nicht so ein großer Aufwand ist, den ich dann zu bewerkstelligen habe, wenn ich jetzt da noch, wenn ich jetzt halt die Euroleague mit hinzutue. Und ja, das werde ich aber noch sehen, ob vielleicht doch eine Konferenz nicht so arbeitsaufwendig ist, wie jetzt das, was ich eben gesagt habe. Muss ich halt noch gucken, weil ich habe halt so ein alle Spiele, alle Tore-Ding noch nie gemacht. Und ja, das erstmal dazu. Und die FIFA Champions League, das wird auch, die wird auch jetzt nicht zweimal die Woche laufen, wie davor. Denn damit die Arbeit, der Arbeitsaufwand nicht so groß ist, denke ich mal, werde ich die FIFA Champions League halt immer nur einmal pro Woche bringen. Wahrscheinlich Dienstag oder Mittwoch dann. Ich denke mal Mittwoch. Damit ich dann halt mehr Zeit habe, die ganzen Sachen da zu machen und nicht so einen fetten Stress beim Schneiden und so habe und Spiele simulieren, den ich halt beim letzten Mal hatte. Weil ich dann nicht so viel hochladen muss in der Woche. Das ist angenehmer für mich auf jeden Fall. Und die Euroleague, weiß ich nicht, ob die dann in der Woche nach den beiden Champions League Wochen kommt oder mittendrin in einer von den beiden. Das werde ich noch gucken, aber ich denke mal, letzteres ist der Fall, damit die Gruppenphase sich auch nicht zu lange zieht.
Und kommen wir jetzt mal zu den Teams. Auch hier habe ich alle Teams aus FIFA, die es gibt, schon mal mit reingenommen. Das sind einmal der FC Villarreal, Young Boys Bern, Sporting Braga und, Achtung, jetzt wird es vielleicht ein bisschen Hate geben, der Hamburger SV. Liegt einfach daran, ich bin HSV-Fan, will den HSV einfach mal wieder in Europa sehen. Klar, dieses Jahr werden sie wahrscheinlich absteigen, aber trotzdem, lasst mir für den einen Aufwand, den ich hier mache, wenigstens den HSV in der Europa League. Dankeschön. Und falls sich jetzt andere Fans von anderen Vereinen angegriffen fühlen in Deutschland, dazu kommen wir gleich noch, zu Möglichkeiten von anderen deutschen Teams auch mitzumachen. Auf jeden Fall haben wir Istanbul, Basaksehir, werden die so ausgesprochen, ich weiß es nicht, den AC Mailand, AEK Athen oder AIK Athen werden sie ausgesprochen, die Austria, Austria Wien halt, Atalanta Bergamo, Olympique Lyon, den FC Everton, Lokomotive Moskau, den FC Kopenhagen, den 1. FC Köln, Red Bull Salzburg, Olympique Marseille, Konyaspor, Guimaraes, Östersunds, Athletic Bilbao, Hertha BSC, Lazio Rom, OGC Nizza, Vitesse Arnhem, City St. Petersburg, Real Sociedad San Sebastian und Rosenborg Trondheim. Das sind halt die Teams, die es ja gibt in FIFA, die auch in der Euroleague sind. Und jetzt würdet ihr euch denken, Marc, du hast gesagt, du willst alle 12 Gruppen machen, aber da fehlen ja jetzt noch eine Menge Teams. Richtig, denn es wird auf meinem Zweitkanal Marc Sapai HD demnächst Qualifikationsspiele geben für die FIFA Europa League. Und wann die starten werden, kann ich noch nicht genau sagen. Und ja, zu den Qualifikationen kommen wir jetzt. Ich werde 3 weitere Plätze für Teams aus Deutschland zur Verfügung stellen. Und ein Spiel von dieser Qualifikation, die steht schon fest. Nämlich einmal Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen. Das ist schon mal ein Qualifikationsspiel. Und dann kommen wir zu den anderen. Der FC Schalke 04 ist auf jeden Fall auch dabei. Also generell die 3 letztjährigen Champions League Teilnehmer bei mir bei FIFA sind dabei. Schalke und Leverkusen halt noch neben Gladbach. Und Schalke 04 und Leverkusen, die brauchen halt jetzt noch einen Gegner. Und da könnt ihr jetzt einmal in der Infokarte abstimmen, welche Teams ja, ihr von den 5 vorgeschlagenen da gerne in der Qualifikation haben würdet. Dann könnt ihr für euren Lieblingsverein von den Teams da abstimmen. Welche genau das sind, weiß ich noch nicht. Das überlege ich mir dann spontan. Und ja, soviel zur deutschen Qualifikation. Spanien bekommt dann 2 Plätze zur Verfügung gestellt. Da ist das erste Qualifikationsspiel Real Betis Sevilla gegen Celta Vigo und das zweite Espanyol Barcelona gegen den FC Valencia. Also generell was zu der Qualifikation hier zu sagen, da haben jetzt sehr, sehr viele Länder auch eine Möglichkeit, Teams reinzubekommen. Und die Auswahl an Ländern, die die Chance haben, sowie die Auswahl an Teams, das ist einfach, wie habe ich halt einfach die Teams ausgewählt, auf die ich Bock habe, die mal zu sehen bei so einem Wettbewerb. Also das ist jetzt halt allein meine Entscheidung gewesen, welche Teams da teilnehmen. Und das wäre auch, denke ich, zu groß gewesen, da so ein fettes Abstimmding zu machen. Naja, machen wir weiter mit England. Die haben auch 2 Plätze. Den ersten Platz macht Crystal Palace und Leicester City unter sich aus. Den zweiten Platz der FC Fulham sowie West Ham United. Dann hat Italien auch 2 Möglichkeiten, Teams reinzuschicken. Nämlich der AC Florenz gegen Bologna und FC Turin gegen Sampdoria Genua. Frankreich bekommt nur eine Chance, weil ich da einfach ja, die anderen Teams nicht so krass interessant finde. Und die Teams, die sich hier um die Chance prügeln, sind Bordeaux und der FC Toulouse. Holland bekommt dann wieder 2 Chancen von mir, weil ich da schon echt Bock auf die Teams hab. Ajax Amsterdam gegen den SC Heerenveen ist das erste Qualifikationsspiel, sowie PSV Eindhoven gegen Twente Enschede. Denn Twente war ja früher sehr erfolgreich, jetzt also verhältnismäßig erfolgreich, weil international dabei und auch immer weit oben in der Tabelle, aber jetzt nicht mehr ganz so. Und mal gucken, ob sie wenigstens FIFA an alte, in Anführungszeichen, Erfolge anknüpfen können. Die Türkei bekommt auch 2 Startplätze, also 2 Quali-Spiele. Um Plätze. Das erste ist Galatasaray Istanbul gegen Trabzonspor und das zweite Bursaspor gegen Fenerbahce Istanbul. Österreich bekommt dann einen Startplatz, nämlich Rapid Wien gegen den SK Sturm Graz. Polen bekommt auch einen Startplatz, nämlich Legia Warschau gegen Lech Posen. Und die Schweiz bekommt auch einen, da gibt es ein Derby FC Zürich gegen Krasabas Zürich. Sowie auch Griechenland, die bekommen auch einen, da gibt es das Duell Panathinaikos Athen gegen PAOK Saloniki. So. Dann kommen wir jetzt zu ja, Länderduellen, nämlich zwischen 2 Ländern, wo ich halt noch Teams in die Möglichkeit geben wollte, dass sie reinkommen, aber von der Anzahl Teilnehmer hätte das nicht gepasst, wenn alle Teams alle Länder safe einen Platz bekommen hätten. So gibt es jetzt halt Länderduelle. Das erste ist Dänemark gegen Belgien. Da tritt das Team, was das Duell in Dänemark, welches Aalborg gegen Brøndby lautet, gegen das Team, welches die Qualifikation von Belgien gewinnt. Das sind einmal Standard Lüttich und der FC Brügge. Die beiden Sieger aus beiden Duellen treten gegeneinander an, um den einen Startplatz da klar zu machen. Dann haben wir einen Dreikampf sogar. Russland gegen Portugal gegen Finnland.
Da gibt es einmal ein russisches Duell, Dynamo Moskau gegen Rubin Kazan. Und dann noch ein Duell schon mal zwischen Portugal und Finnland, nämlich Belenenses Lissabon gegen Helsinki. Da habe ich einfach kein anderes spannendes Team aus Portugal für mich persönlich mehr gefunden, habe einfach Finnland noch die Chance gegeben, so ein Team reinzuschicken. Und dann haben wir zu guter Letzt noch Schottland gegen Irland. Für Schottland die Chance haben die Glasgow Rangers und der FC Aberdeen. Ist ja auch ein Rivalitätsduell. Und in Irland geht es noch härter zur Sache. Da gibt es das Dublin Derby Bohemias gegen die Shamrock Rovers. Und die Sieger aus den von Schottland und von Irland treten auch nochmal gegeneinander an. Und der Gewinner daraus ist auch Teil der FIFA Europa League. Diese ganzen Qualifikationsspiele gibt es alle demnächst mal auf meinem Zweitkanal zu sehen. Und ich hoffe, ich habe euch jetzt mit diesem System mit der Qualifikation nicht zu sehr verwirrt. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie einfach in den Kommentaren. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf die kommenden Spiele. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.